one law for a billion people. They're pissed off about the assassination of Jin Jay. He was on deck for the presidency. Progressive. He pushed the government for transparency, fairness, freedom of speech. Admiral Chang convinced more than a few of them that we killed Mr. Jay. Now, if your operation blows up, Chang will have all the excuse he needs to give all that anger, all that hate, a real target. It'll be war. Now, your job is to pull VIPs out of the GU Tower safe and sound. Extraction will be coordinated by one spook agent, Laszlo W. Kovic. Unless absolutely necessary, do not fire your weapons. Wrecker, Staff Sergeant Dunfeld, you were the guy to lead the team. Give orders if anything happened to him. Now, his loss is tragic, to say the least. Don't make me regret honoring his last decision. Do the right thing. Fly under the radar. No room for mistakes, boys. Jetzt müssen wir VIP aus dem Turm rausholen. Beziehungsweise aus einem großen Gebäude. Mal schauen, wie das vonstatten geht. We're gonna be alright. Did you call Dunn's wife? Haven't gotten around to that yet, Pack. What am I supposed to say? It's not like he died a peaceful death, and I'm not gonna lie about it. Irish! Come on, Cindy, Dino! Sorry, miss. Da muss er aufpassen, ja. I swear this shit is all fucked up. Cops all jittery. We're just gonna drive through the shitstorm and pick up the prize, right? Waltz through the raindrops. Right, Wrecker? She'll go for a cup of coffee right now. Hey, mobilize infantry on the scene. Roger that. I think these motherfuckers are eyeballing me. Just act natural. Natural? You hear that shit, Wreck? The fuck I look Chinese to you, Pack? Anybody got a visual on the building? We're not going anywhere unless you get me a way out of this. Okay, I'll make a left. A left here. Coming through! I think we're okay. Giving up calls, yo. I got a visual on the building. What floor are we going to? And how many VIPs did Garrison say? Three with Kovic? Kovic and two locals. And hey, easy, easy, calm down. We gotta make a left. The building's to the left. Dieser Assi. Shit, we're stuck. We gotta leave the van, guys. Continue on foot. Copy. Come on, Wrecker. It's locked. Pack. Hey, let me see. Komm schon, knack das Schloss. Den hier schmiere. Gentlemen, come on in. What are we gonna do? Running in on foot is one thing. Getting out with VIPs is another. Relax, Pack. We'll get them from the balcony. Leave it to me. Right, I'll stop, glaube ich, man, ja. We can get a bird's eye of what's ahead. Ja, dieses wundervolle Gebäude kennt man ja eigentlich auch aus dem Multiplayer. Jedenfalls sieht es so aus, als wenn es das ist auch von Siege of Shanghai, von der Multiplayer-Map. Dass die Truppen uns nicht bemerken, finde ich jetzt auch komisch, aber okay.
Sit rep as follows. Large buildup of Chinese military around target point. Looks like spec ops. Numbers unknown at this time, over. Roger. Proceed as necessary and get them out of there fast. Out. Solid copy. Four out. Woman, war jetzt bis jetzt mal nicht so schwer hier reinzukommen. Da lief ein Helikopter irgendwo rum. Die bin jedenfalls auf der Minimap. Lobby looks clear. The elevator. Wrecker, press the elevator. Come on, Wrecker. Let's see what we got. Ready up. Ah, eine UMP. Guns. Ja. Get us to the hotel. Yeah, I don't see it. VIPs are on. Also nicht wundern, dass ich das Spiel auch auf Englisch spiele. Ich finde die deutsche Synchronisation einfach nur schrecklich. You really need to call Dunn's wife. Yeah, I know. It's just close the fucking door. Fucking China. Das war wohl nicht der Flur, wo wir raus mussten. Any alternatives? No. Stay alert, stay alive. Let's get these fucking We're good. IPs. Irish wreck, look at this. The... Go, go, go! Jetzt glaube ich nicht so brauchbar. Okay, der Revolver, ja. Watch the balcony. We're spreading out. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber ich glaube, an dem Sound haben die auch echt nochmal gearbeitet. Also der hört sich auf jeden Fall echt kraftvoller an. Gefällt mir sehr gut. Gegen den mockigen COD-Sound oder Waffensound von Call of Duty ging es seit Jahren immer der gleiche. Das ist dann eh außer Frage. Das I think so. Come on. Up to the VIP lounge. Hat da einer nicht davon eine Shotgun? Ah, darn it. Security gate. Back with your magic. Give me a second. Dann nehmen wir mal hier Equipment mit. So, statt diese Scheißwaffe packen wir mal die hier ein und statt die UMP glaube ich mal die Shotgun. Das ist eine ganz gute Kombination. Und hier mal eine Claymore legen, falls irgendeiner mal kommt. Going for the roof!
So watch the windows and get ready. You got any of them claymores, Rick? Get into position! Und da kommen sie schon von den Dächern. Dann grüßt man die mal ganz herzlich mit ein paar Granaten. Immer die Ziele anvisieren. Meine Claymore. Die haut aber auch nicht rein. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, die hole ich mir doch direkt mal. Ja, wie man merkt, umso mehr man killt, beziehungsweise umso mehr Punkte man holt, umso schneller kriegt man die Waffen freigeschaltet. Hat funktioniert ja hier ganz gut bis jetzt alles. Nein, Licht wollen wir nicht. Ich hab nach oben hier. Ja, ich hätte erwähnt. Den geht's nicht ganz so gut. VIPs? 38. Oh no. That's our room. Jesus Christ. Holy cow. Nobody's alive in there. You boys are late. It takes time to shoot your way through a search party making their way up the building. What do you think? I moved rooms. Well, if you can move, Kovic, what the hell you need us for? Crossing the hall's a bit easier than crossing the street. Get in. Unser Kollege. Come on, Wrecker. Where's the van? Van? You can't take the street. Chinese military is swarming. Oh, that's just fucking great. Who are these VIPs? They're very important people. Significant woman and her husband. We're getting them out in one piece. That's all you need to know. I'm Hannah. This is my husband. Thank you for coming. Sieht nicht gut aus. Excuse me, sir. Pardon me, ma'am. Do you speak English? Are you all right? Are you mobile? 老公，你别说话，你别动，你需要好好的休息。 My husband is injured. He needs rest. Negative. No time for rest. I spy the choppers on the roof. We have to move now. Then we go up. What? You can take it. I can fly it. Like it or not, that's the plan. Unless you got an option, Sergeant. We're stealing choppers now? Are you done? My husband needs treatment. All this violence. Where does it lead to, Sergeant? This is not what... Thank you for coming, Sergeant. I'm so grateful you are here. Let's go. Now. Move. Move. Go. Ready. Go. Heads down. Stay close. Let's go, Wrecker. Ja, wir müssen jetzt erstmal ab aufs Dach. Mal schauen. Ist wahrscheinlich mit viel Ärger verbunden. This doesn't work. We're fucked. Ain't got no choice now. You clear the way, sir, ma'am. Wait here.
Yeah, all right, we go up. Sergeant Riker, secure that helicopter. Careful, Rick. Die eine oder andere Wache ist hier. Dann machen wir mal lieber. Watch your cover! Hold on, fresh mag coming! Die Granaten schon mal zu mir. Ja, ging ja relativ einfach hier. Endlich sind die Squad-Leute auch mal ein bisschen brauchbarer als im Singleplayer von Battlefield 3. Konnte man denen ja noch keine Befehle geben. Auch wenn das jetzt hier sehr simpel ist, mit einer Taste drücken. Everybody on board, now! Go, 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 move! Come on, come on! 26, Iris. Go, go, go! Let's go, let's go, let's go! Not toll. VIP down! It's yours! Oh, come, we gotta catch him down! Now, now, now! Come on! Fuck it all! He's got two! Fucking bad idea, Colvin! Fuck you! Gegnerische Heli auch noch. Immer besser. Oder nein, das war mein eigener. Das nehme ich jetzt zurück, die Säcke. Das sieht langsam auch noch aus. Shotgun und nah ran. Das ist alles nichts hier. Fuck, jetzt hätte ich mich beinahe erwischt, die Säcke. Schwein gehabt. Wow. Roof is clear. Fortress Tombstone 4. Go 4 Fortress. Roger. VIPs are inbound in a seized enemy helo. One of them in need of immediate medical attention. We are still in the tower, sir. Looking for an alternate exit. Over. Tja, wir wurden zurückgelassen und müssen uns jetzt erstmal den Weg wieder zurück erkämpfen. Tombstone. Einen schönen Aufzug. Oh, eine nette Musik haben sie aber hier. Jesus Christ. Hey. You ever claustrophobic in these things? Man, pack is not the elevators that bother me. It's the height thing. I can't take it. What, you fucking kidding me? Ja, das müssen wir raus hier. Direkt alles eliminieren, ja. Ah, man, das ist aber echt schnell leer geworden.
Und laut nach, laut nach. Wie man gesehen hat, schon wieder eine Waffe freigeschaltet. Das läuft ja super. Finde ich auch ganz praktisch, dass wir schon direkt Zielvisiere drauf haben. Macht es einem ein wenig einfacher. Da tauschen wir doch direkt mal die Shotgun gegen die SG-553. Soweit so gut. Das ist jetzt sogar noch einfacher als ich gedacht habe. Da nicht einen Haken weiß. Oh, Tank. Schnell weg hier. Dagegen haben wir nicht. Gar nichts. Oh, da ist er schon wieder. Scheiße. Kann man hier auf jeden Fall sehr leicht entstauben. Kopfschuss ist ja keine Seltenheit hier. Ich finde auch sehr positiv das Zielverhalten eigentlich. Also, gefällt mir besser als in Battlefield 3. Also ich finde auf jeden Fall, dass es mehr als nur in Battlefield 3,5 ist, wie so viele Leute immer sagen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wobei ich so diese ganze Premium-Geschichte irgendwie zum Kotzen finde. Jetzt nicht so optimal. 50 Euro direkt verlangt für irgendwie 4 DLCs, das ist schon scheiße. Scheiße teuer. Kann man 100 Euro in das Spiel investieren? Ich Abzug. Früher gab es sowas noch umsonst. Die Zeiten vermisse ich. Wo es mal Map-Packs umsonst gab. Man. Place is out of control. You preaching to the choir. Oh, die Wumme sieht aber ziemlich fett aus. Yes, please help us. We need your help to get to the river. Das Teil denn, ja. 他们是自己人, 我们留在这观察情况。 Americans, good. We can use your help. Ach, ihr könnt unsere Hilfe gebrauchen. Get in here. Eyes open, Wrecker. Boah, nicht gerade wenig. Yes, these are hardly bad guys. How are you? Ihoma? This is so... It's okay. We are. You guys mir are gefällt on. Auch der Wassereffekt hier an den Fenstern. Super aus. We're trying to get to the river. Chang's forces have tanks. No one gets in or out of the city. We're headed to the river. Any anti-tank rockets around? There's one. People are fighting back. But Chang's forces are too strong. We're trapped. We could use your help. Stay here, protect your kid. Come on, Wrecker, let's move. Yo, los geht's hier. See the tank, Wreck?
We need explosives to punch through his armor. Guck mal, Feuer in die Bude. Tank in die Luft jagen. Immer besser. How we going on time? Not good, I think. We take it out and secure a river transport out the city. That patrolling armor? Let's take a look at this from above. What about that building? I think I saw more explosives in the building. See if there's anything useful in there, Rick. We need it. It's coming at us. So, M4 ist das schon mal super und M15 Minen. Oh, ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ah, zu viele Freude. Ja, okay. Ah, mein Gott. Das hätte auf echt in die Hose gehen können. Watch out, Wrecker! Another tank! Wo steht denn der zweite? Aha. Okay. Und tschüss. Ah. Shanghai Gold. Voila. Oh. Das sieht doch mal schön aus. So mag ich mein Battlefield. Fette Grafik, fette Explosion, viel Scheiße in die Luft jagen, so macht das Spaß. I'm clear. What's our time check? Man, we have to beat feet now. The harbor's just up there. Come on, we need to hail a boat. Hey, we've got civilians here. Please. Ah, das Wasser sieht wundervoll aus. What's he saying? Sehr dynamisch. Kein Vergleich zur Konsolenversion, jedenfalls zur Xbox 360 und PS3 Version. Bin natürlich gespannt, wie sich die PlayStation 4 und die Xbox One Version gegen die PC-Fassung schlagen. Aber ich denke mal, wird alles zugunsten des PCs laufen. In Videos sah ich schon nicht schlecht aus, keine Frage. Pack, you okay? Yep, good. Fortress, this is Tombstone 4. We are pulling out in a civilian boat, over. This is Fortress. All right, make it fast. This rusty old tin can is hardly a speed demon, over. This is Fortress. Are you taking fire, Tombstone? Say again. Tombstone, are you taking fire? Give me a sit rep. We have to get them out of here to safety. Fortress, this is Tombstone. Come. Shit. It's dead. Look at these boats. All these people, man, they're sitting ducks. Follow us! Follow us! We'll get you to safety! Irish, what are you doing? Can't just leave them here back. Follow us! We'll get you to the USS Valkyrie! You mind, Irish? Then I'll right by back. Follow us! Follow us now! We'll get you to safety! Come on! Fortress, this is Tombstone. Come in, over. Fortress, this is Tombstone. Come in.